So, liebe TV-Adventsrätsler, die Spannung unserer zweiten Rätselwoche nähert sich ihrem Höhepunkt. Wir ziehen den Gewinner unseres Preises für die zweite Rätselwoche. Der Preis diesmal 2 VIP-Tickets für ein Heimspiel Ihrer Wahl während der Lockdown-Phase. Schmäh! Es geht natürlich um 2 VIP-Tickets, sobald wieder gespielt wird. Und zunächst mal darf ich auflösen, das Lösungswort unserer zweiten Adventsrätselwoche. Manche unter Ihnen, jedenfalls diejenigen, die es lesen können oder die lesen können, mögen es meinem Trikot entnehmen. Unser Losungswort war Kokoschka. Und unter vielen hundert Einsendungen waren diese Glücklichen diejenigen, die es richtig hatten. Und aus dieser Lostrommel darf ich nun live hier aus dem Headquarter des TV Miesbach, aus dem Hauptquartier des bayerischen Meisters im Eishockey, den Sieger ziehen. Zunächst mal wird gemischt. Sie sehen, wir gehen alles mit rechten Dingen zu. Übrigens mit hier im Studio Mona Ostermeier, zuständig für die Technik. Stefan Loser, zuständig dafür, dass wir alles mit rechten Dingen zugeht. Und der Master David, der unser frisch gekürter Master David Keckeis, weil er einfach immer da ist. So, also jetzt. Der Höhepunkt kommt hier in dieser Box, befindet sich der Sieger. Man hat mir alles gesagt, was ich wissen muss, nur nicht, wie diese Box aufgeht. Doch, jetzt weiß ich es auch. Und der Sieger heißt Dr. Michael Wohlfahrt. Dr. Michael Wohlfahrt, der Sieger unserer zweiten Adventsrätselwoche, der Sieger von 2 VIP-Tickets für ein Heimspiel seiner Wahl. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und an alle, die jetzt nicht gewonnen haben, die aufgrund unglücklicher, widriger und nicht zu erklärender Umstände den Kokoschka nicht rausgebracht haben, die vergessen haben mitzumachen oder die überhaupt nicht wissen, wer der TV ist, an alle diejenigen, nächste Woche geht es weiter mit unserem Adventsrätsel und auch da gibt es wieder einen super Preis, nämlich eine Stehplatz-Dauerkarte für die Saison 2018-2019. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen allen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund!